Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Das Interview des Tages. Finanzminister Hartwig Löger zum Familienbonus. Ja, bei uns als erster Gast heute bei Fellner live, der wichtigste Mann der Republik. Der Mann, der unser aller Geld verwaltet, dafür verantwortlich ist, dass wir nicht bankrott und nicht pleite gehen, aber derzeit die Spendierhosen anhat, muss man sagen, weil er jedem Kind 1.500 Euro gibt im weitesten Sinn. Das heißt, er gibt es natürlich den Eltern für die Kinder. Willkommen, Herr Finanzminister Löger, heute bei Fellner live. Danke, dass Sie zu uns gekommen sind an diesem für Sie besonderen Tag, weil es ist der Tag des Familienbonus. Es ist aber auch irgendwie schon ein bisschen der Tag des Nulldefizits. Darüber werden wir später reden. Zuerst einmal zum Familienbonus. Das ist ja heute praktisch entschieden worden. Das ist gelaufen. Es ist jetzt fertig. Jedes Kind bekommt in Zukunft über seine Eltern und über die Steuergutschrift, die die Eltern haben, 1.500 Euro. Ja, vielen Dank einmal für die Einladung. Ich freue mich, dass wir an diesem Tag, wo wir auch verkünden können, dass der Familienbonus Plus, wie wir ihn auch schon im Vorfeld aufgrund eines Ministerratsbeschlusses im Jänner angekündigt haben, jetzt in die Begutachtung schicken können. Ab morgen werden wir die gesetzlichen Grundlagen dann zur Begutachtung geben. Das heißt, ab morgen ist das Ding offiziell? Ab morgen gibt es die Chance, 6 Wochen lang das Thema auch im Detail noch einmal von den allen Seiten her zu begutachten. Und ab 1. Jänner gibt es das Geld? Wir gehen davon aus und es wird so sein, dass ab 1. Jänner 2019 die Familien in Österreich die Chance haben, diesen direkten Absetzbetrag auch in der Wirkung von 1.500 Euro pro Kind als Steuerentlastung wahrnehmen zu können, entweder in Form der Lohnverrechnung schon laufend ab Jänner 2019 oder im Zuge dann auch des Steuerausgleiches am Jahresende im Nachhinein. Aber die Wirkung ist ab 1. Jänner 2019. Das Tolle an diesem Familienbonus ist ja, dass man nicht mehr kompliziert Belege sammeln muss, so wie derzeit, dass man nicht jetzt sozusagen Rechnungen zusammenstellen oder auch zusammenfaken muss, sondern vom Gehalt wird automatisch 1.500 Euro pro Kind von der Steuer abgezogen, solange eine Steuer da ist, richtig? Genau, also die Grundlage für den Familienbonus Plus ist, dass auch das Anrecht auf Familienbeihilfe besteht. Also das ist die Grundlage und dann ist der Anspruch gegeben. Das heißt, viele Österreicherinnen und Österreicher werden zur Gänze von der Steuer entlastet. Das heißt, schon ab dem ersten Euro de facto weg Steuerbelastung gibt es diese Gegenrechnung und die volle Wirkung dann auch mit 1.500 pro Kind, damit wir auch diese Entlastung in Österreich für jene geben, die durch ihre Beiträge ins System, durch Steuern und Abgaben entsprechend derzeit das System aufbauen. Und hier gibt es als Belohnung eine entsprechende Entlastung für die Zielgruppe der Familien. Und nur um das jetzt zu erklären für alle Zuseherinnen und Zuseher, die 1.500 sind ja im Jahr, ne? Das heißt, abgerechnet wird natürlich monatlich. Das heißt, wer ein Kind hat, wird in etwa 120 Euro weniger Steuer zahlen pro Monat. Wer 4 Kinder hat, zahlt knapp 500 Euro. Also je nachdem, wie die Steuerlast unter Anführungszeichen oder auch der Steueraufwand in dem Bereich ist, wird zur Gänze, wie gesagt, diese Steuerleistung entfallen, beziehungsweise dann darüber bis zum Betrag von 1.500. Im Jahr. Ne? Im Jahr, genau. Aber abgezogen wird es monatlich, das heißt, man hat monatlich diese 120 Euro am Konto, wenn man normaler Lohnsteuerbezieher ist. Wenn man das anders, Einkommensteuer oder so hat, dann muss man den Lohnsteuer ausgleichen. Genau, also es gibt die Chance, es auch in der monatlichen Lohnverrechnung über den Unternehmer entsprechend einzumelden und dann auch laufend als Abzug sozusagen der Belastung entsprechend zu verrechnen. Was eine tolle Sache ist, weil dann kriegt man es vollautomatisch, wie es so schön heißt. Genau, ne? So ist es. Ja? Und nicht so wie jetzt, muss kompliziert dann da Rechnungen, Belege machen und ewig warten, bis das Geld kommt. Genau, wir haben hier auch einen Ausgleich geschaffen, dass es eine unmittelbare, direkte und auch ab Jänner 2019 sofort wirksame Maßnahme ist. Jetzt werden alle die Steuerzahlen Sie als Hero feiern. Finanzminister gibt uns 1.500 Euro pro Kind, heißt es ja dann so schön, auch wenn es letztendlich natürlich das Steuergeld ist. Alle, die weniger verdienen, werden auf Sie sauer sein, weil die kriegen das natürlich nicht und die fallen dann um 6.000 Euro um, wenn sie 4 Kinder haben. Ich meine, es gibt natürlich auch
Billa-Verkäuferinnen, die nur 1.500 Euro verdienen und drei Kinder haben, die kriegen nichts, wenn ich richtig informiert bin. Also wir haben das System so angelegt, dass es ein Teil auch unserer Entlastungen ist. Das Regierungsprogramm sieht vor, dass wir in den nächsten Jahren die Abgaben- und Steuerquote senken wollen auf zumindest 40% Niveau. Aber gleichzeitig und auch bei diesem Familienbonus Plus haben wir auch eingearbeitet, dass wir für jene, die im Bereich von Alleinerzieherinnen und Alleinerzieher für Kinder Verantwortung tragen, beziehungsweise auch Alleinverdienerinnen und Alleinverdiener sind, dass wir hier auch zusätzlich eine Unterstützung geben, wo wir in dem Bereich mit mindestens 250 Euro einen Ausgleich dafür geben, dass, wenn Sie in diesem Bereich absatzbetragsmäßig erreichbar sind, auch einen entsprechenden Ansatz bekommen. Das heißt, wenn eine Billa-Verkäuferin 1.700 Euro brutto verdient und drei Kinder hat, was ja an und für sich eine Heldentat ist mit dem Gehalt, wie viel kriegt die dann? Also in dem Beispiel, auf dieser Basis des Bruttogehaltes, wird auch im Sinne der Steuern, die und Abgaben, die ja darauf entsprechend bezahlt werden, auch da schon die steuerliche Entlastung vorgreifen. Und für jene, die im Alleinerzieher- und Alleinverdienerbereich sind, die in dem Bereich keine Steuerleistungen bringen, weil sie vielleicht über Teilzeit oder sonstige Einkünfte aufgrund der Fürsorge für die Kinder sind, werden aber trotzdem mit 250 Euro pro in dem kind. Bereich eines Kindermehrbetrages pro Kind unterstützt. Also die würden dann 750 Euro im Jahr bekommen. Genau so ist es. Und jetzt kann man natürlich, gibt es zwei Sichtweisen. Die eine, man könnte sagen, jedes Kind ist eigentlich gleich viel wert. Warum kriegt eine Alleinerzieherin, die wenig Geld verdient, weniger fürs Kind als ein Spitzenverdiener? Aber Sie haben ja da andere Sichtweise, weil Sie sehen, dass ihr eigentlich eine Steuerentlastung. Es ist klar deklariert und es ist ein Teil von Entlastungsmaßnahmen, die wir setzen, um auch klarzulegen, dass sich Leistung lohnt, auch im Sinne derer, die über die Abgaben auch einen Beitrag liefern, um das staatliche System in dem Bereich zu finanzieren, um überhaupt die Basis zu legen für Förderung und Beihilfe. Das heißt, hier geht es um Entlastung und in diese Richtung haben wir auch den Schwerpunkt gelegt. Das bedeutet aber auch, dass wir, wie wir angesprochen haben, auch dort im Bereich der Alleinerzieherinnen und Alleinverdiener Unterstützung geben. Aber, und das ist mir auch wichtig zu betonen, wir sollten nicht verkennen, dass wir derzeit im Bereich der Familienförderung pro Jahr bereits an die 9 Milliarden Euro einsetzen aus dem Budget heraus. Das heißt, die Grundlage der Familienförderung in Österreich gesamtheitlich ist sehr, sehr das stark. Das ist die Familienbeihilfe zum Beispiel. Unter anderem. Auch, die ja bleibt. Die auch bleibt. Und diese Grundlage kommt ja jetzt als zusätzliche Entlastungsmaßnahme obendrauf. Und das ist in Summe ein Paket, wie es in Österreich noch keines gegeben hat. Aber das Tolle an Ihnen, Herr Minister Löger, ist ja, Sie wollen Steuerentlastungsminister werden, nicht? Was ist da Ihr Ziel? Was ist da Ihr ambitioniertes Ziel? Also die Entlastung ist das, was wir legen wollen als Motivation auch dafür, dass man als Leistungserbringer auch die Chance hat, abgabenmäßig entlastet zu werden. Unser Ziel ist es, wie gesagt, die Abgabenquote auch deutlich zu senken. In den letzten Jahren war das immer... Die liegt derzeit bei wie viel? Also wir liegen derzeit bei knapp 43%. Ja, und sie war in den letzten Jahren immer so im Schnitt zwischen 44-42%. Warum? Obwohl man Steuerreformen und Entlastungen deklariert hat, war es eher die alte Tradition, dass man gleichzeitig andere Steuern und Gebühren erfunden hat, um es zu refinanzieren. Genau. Wir wollen es ehrlich entlasten, indem wir diese Entlastungen refinanzieren durch Einsparungen im System. Und das soll auf weniger als 40% gesenkt werden? Also das Ziel ist deklariert mit 40%. Und ich gehe aber davon aus, wenn wir auch mit einer positiven entsprechenden Impulslage für die Konjunktur es schaffen, dass wir das möglicherweise sogar unterschreiten können. Also vielleicht sogar 5% runterkriegen. Ich sage, wenn wir 39. knapp unter 40 sind, sind wir in einem guten Niveau, auch auf europäischer Ebene. Ihr Vorgänger, der Finanzminister Schelling, wollte immer die kalte Progression abschaffen. Ist das auch ein Ziel von Ihnen? Ja, wir haben es auch im Regierungsprogramm deklariert. Ja, wir werden diese kalte Progression abschaffen. Wir sind aber auch klar in der Entscheidung, dass es dann passieren soll, wenn es sinnhaft ist. Wir haben über die Steuerreform, die ja auch in dem Bereich gesetzt wurde von der letzten Regierung, auch jetzt die Chance mit unseren Entlastungsmaßnahmen und der kommenden großen Steuerreform ab 2020,
dass wir sehr, sehr gut auch diese Relation zur Inflation abfedern können. Wir gehen davon aus, dass wir in einer sinnhaften positiven Wirkung ab 2021 auch eine Abschaffung der Progression in Verbindung mit einer Inflationskomponente legen. Also 2020 soll die große Steuerreform kommen? Wir haben in Vorbereitung jetzt schon bis Jahresende die Eckpfeiler zu geben für eine große Strukturreform, die wiederum die Chance gibt, bei den kleineren und mittleren Einkommen eine direkte Entlastung. Wir gehen davon aus, dort im Ausmaß von rund 3 Milliarden, vielleicht sogar 3,5 Milliarden in die Wirkung zu bringen. Und nach dieser Reform werden wir dann auch die kalte Progression abschaffen. Herr Minister, jetzt sind Sie ein Kind des Glücks, wenn man das so sagen darf, weil alle Ihre Vorgänger haben ja Blut geschwitzt. Die waren in der Finanzkrise drinnen, die waren in der Arbeitslosigkeit drinnen, die mussten also noch Arbeitslosengeld zahlen, bis sie schwindelig geworden sind. Die waren in einer schlechten Konjunktur drin, die Steuern sind gesunken statt gestiegen. Jetzt hat sich das alles umgedreht und Sie Glückspilz, wenn ich das so sagen darf, sitzen plötzlich auf Steuerquellen, die sprudeln wie Ölquellen in Abu Dhabi. Und das schießt ja richtig in die Höhe derzeit. Das heißt, Sie sitzen ja auf einer wirklich extrem guten Konjunktur. Also ich verhehle nicht, dass es durchaus schon schwierigere Phasen gegeben hat, für neue Finanzminister die Rahmen zu legen. Auf der anderen Seite, glaube ich, müssen wir auch vernünftig damit umgehen. Wir haben erfreulicherweise ein sehr, sehr gutes Wachstum. Ja, wir haben im Vergleich zum Vorjahr, wo es sogar über 3% war. Was werden wir jetzt für ein Wachstum haben nächstes Jahr? Wir haben derzeit in der Prognose, die aktuellste Prognose fürs kommende Budget, erwarten wir in den nächsten Tagen. Aber wir haben derzeit Faktoren von rund 2,9%. Also das könnte mehr werden, ne? Knapp unter dem, was im Vorjahr war. Also so gesehen war die Phase schon noch besser. Aber jetzt gehen wir davon aus, dass wir in den nächsten 2 Jahren zwischen diesen 3% und dann wahrscheinlich abflachend auf 2% Wachstum rechnen können. Wobei ich auch dazu sage, ja, es ist mein persönliches Glück, so wie Sie es beschreiben. Auf der anderen Seite, Wirtschaftswachstum ist nicht etwas, was vom Himmel fällt, sondern auch durch Leistungen erarbeitet wird von Österreicherinnen und Österreichern, die ihren Beitrag dazu liefern, mit Arbeit auch die Unternehmen, die gut wirtschaften. So gesehen ist das auch der Verdienst der Österreicherinnen und Österreicher. Und gerade deswegen ist es auch richtig, dass wir jetzt auch bereit sind, Entlastung zu geben für diejenigen, die auch den Beitrag in dem Bereich liefern. Herr Minister, die Steuereinnahmen sprudeln. Ja, Sie kommen ein bisschen vor wie ein Ölscheich. Trotzdem sind Sie ein Sparefroh. Und wir gehen in eine kurze Werbepause und dann erklären Sie uns, warum Sie derzeit so rigoros sparen. Warum Sie im nächsten Budget unbedingt 2,5 Milliarden Euro einsparen wollen, unter anderem bei dem Arbeitslosen. Wir gehen in eine kurze Werbepause, sind sofort zurück. Das Interview des Tages. Finanzminister Hartwig Löger zum Familienbonus. Ja, bei uns zu Gast, der Mann des Tages, wenn man so sagen darf, Familienminister Hartwig Löger, Finanzminister Hartwig Löger, aber das war ein sehr berechtigter freudscher Versprecher, denn er hat heute den Familienbonus präsentiert und ist somit auch fast ein Familienminister geworden. 1500 Euro für jedes Kind, für die Eltern logischerweise, und das ist sozusagen die erfreuliche Meldung des Tages. Die etwas weniger erfreuliche, aber vielleicht auch erfreuliche, das werden Sie uns gleich sagen. Sie wollen 2,5 Milliarden Euro einsparen in diesem Budget. Und, durchaus erfreulich, Sie wollen schon 2019 ein Nulldefizit schaffen. Als ich Sie zum letzten Mal zum Interview getroffen habe, war das Ziel für 2022. Das heißt, das ist ja radikal nach vorgezogen worden. Warum das? Also vielleicht, um auch den Einstieg zu kommentieren, ich sehe es als Ehre, auch als Familienminister in der Verbindung mit Finanzminister gesehen zu werden. Aber ich sehe es positiv. Ja. Also wir haben auch klargelegt, weil Sie es ansprechen, der Familienbonus als wichtigste Grundlage auch der Entlastung für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Gleichzeitig auch haben wir von Beginn an gesagt, es gibt eine ehrliche Entlastung. Ehrliche Entlastung bedeutet, dass wir nicht durch neue Gebühren und Steuern das Entlastungspaket refinanzieren, so wie in der Vergangenheit üblich, sondern dass wir durch Sparen im System, im Bereich der gesamten Verwaltung des Bundes, auch bei den Bundesförderungen, auch bei den sonstigen Kosten in den nächsten Jahren und auch jetzt kurzfristig schon entsprechende Maßnahmen setzen. Das heißt, Sie wollen einsparen. 2,5 Milliarden Euro. So viel hat noch kein Finanzminister eingespart.
Wie machen Sie das? Ich höre, teilweise sind die Minister schon dem Selbstmord nahe. Ein, zwei sollen mit Rücktritt gedroht haben, weil sie so rigorose Sparmaßnahmen, Sparvorgaben gemacht haben. Also ich kann alle beruhigen, so schlimm ist es bei weitem nicht. Wir haben nämlich bereits im Jänner, im Zuge der Regierungsklausur Anfang Jänner, die Eckpunkte der Einsparung für das Budget 2018 fixiert. Alle Ministerinnen und Minister der neuen Regierung haben zugestimmt, dass wir, und jetzt kann ich es aufschlüsseln, im Bereich der direkten Verwaltungskosten rund 1 Milliarde Euro einsparen werden. Wir werden ergänzend dazu im Bereich der Bundesförderungen, es sind im Schnitt dort 5% kalkuliert, die sich aber sehr unterschiedlich auf die verschiedenen Ressorts verteilen, auch einsparen werden. Wie viel? Wir haben dort in dem Bereich rund 190 Millionen, die wir in dem Bereich direkt einsparen können. Wir haben im Bereich der ausgelagerten Einheiten, die sich über die letzten Jahre entwickelt haben, wo teilweise Aufgaben aus dem Bereich der Verwaltung in Agenturen, in externe Bereiche verlagert wurden. Wir erkennen dort überproportionale Kostensteigerungen. Das heißt, dort haben wir auch die Chance, entsprechend kostenmanagementmäßig zu reduzieren. Und ein wichtiger weiterer Baustein dieser Einsparungen ist, dass wir im Bereich der Kosten, was die Vermietung betrifft, innerhalb des Bundes für die Verwaltungsgebäude auch ca. 50 Millionen an Einsparung legen können. Und das zusammengezählt ergibt rund 1,5 Milliarden. Und darüber hinaus haben wir uns auch entschieden, Maßnahmen, die in der letzten Regierung gesetzt wurden, die aber aus unserer auch jetzt Erkenntnis und auch damaligen Sicht schon in der jetzigen Konjunkturphase nicht sinnhaft sind, beispielhaft die Aktion 20.000 oder auch der Beschäftigungsbonus als Impuls für den Wirtschaftsfaktor. Das macht jetzt böses Blut, Herr Minister. Das macht jetzt böses Blut. Gerne noch diese 1 Milliarde noch ergänzend und die noch dazugerechnet ergibt in Summe 2,5 Milliarden an Einsparungen, weil auch die Aktionen nicht budgetiert wurden. Genau so ist es. Den Beschäftigungsbonus verstehe ich, weil wenn ich eine brummende Konjunktur habe, muss ich ja nicht einen Bonus aus Steuergeld zahlen, damit der KTM 2000 Arbeiter aufnimmt. Die machen das sowieso. Die Aktion 20.000 verstehe ich nicht, weil das sind ältere Arbeitslose, die praktisch unvermittelbar sind. Die werden keinen Job finden, auch wenn die Konjunktur noch so gut ist, ohne Förderung. Also zum einen, es ist erfreulich auch erkennbar, dass auch gerade bei den Arbeitslosen, die im Bereich 50 plus definiert sind, wo es sicher sehr schwer ist oder schwieriger als in den anderen Altersstufen noch einen neuen Job zu finden. Wir erkennen aber, dass die Konjunkturlage selbst da eine entsprechend deutliche Verbesserung legt. Wir haben im Vergleichszeitraum jetzt aktuellst heute Daten bekommen, dass auch hier der Bereich um 4,3% zurückgegangen ist, was die Arbeitslosen auch in dieser Altersgruppe betrifft. Also auch das ist ein wichtiger Faktor. Die Konjunktur ist so stark, dass selbst Leute über 50 noch einen Job. Es ist erkennbar. Wir haben hier eine Verbesserung, tagesaktuell um 4,3% im Vergleich. Aber, und das ist der wichtige Faktor darüber hinaus, wir erkennen und auch in der Ankündigung schon der Aktion des Vorjahres, ich halte es für teilweise auch unfair, wenn man Menschen in diesem Bereich unter Fördermittel zu 100% aus Steuergeldern finanzierte Jobs darstellt, die in Wirklichkeit aber nicht die Grundlage einer wirtschaftlichen Substanz haben. Wir wollen investieren, auch Impulse in der Wirtschaft setzen, dass auch für diese Altersgruppe und die Arbeitslosengruppe bessere Grundlagen da sind, um wieder in echte Jobs zu kommen, die auch dann nachhaltig, auch wirtschaftlich für diese Menschen wichtig sind. Hoffentlich gelingt es, weil sonst sind die sozusagen Armen oder die Opfer dieses Sparpakets. Aber die Frage ist ja, Sie rasieren ja das AMS ab um 600 Millionen. Das ist schon relativ kräftig. Ist es Ihrer Meinung nach so wenig effizient gewesen, dieser Arbeitsmarktservice in Österreich? Also wir haben derzeit Diskussionen, teilweise auch medial begleitet, über Größenordnungen, die in dem Budget 2018 erscheinen sollen, wo ich dazu sagen muss, in der Endphase des Budgets stehend, ich habe diese Zahl noch nicht entdeckt. Ich weiß aber, dass wir gerade im Bereich der Förderungen AMS auch entsprechend der positiven Entwicklung, nicht nur wirtschaftlich, auch teilweise in den Anforderungen, was die Flüchtlingsentwicklung betrifft, hier auch aus der Situation heraus, Gott sei Dank, Reduktionen haben. Also schon wieder ein Kind des Glücks. Aus diesem Bereich heraus auch in dem Bereich nicht mehr so viel Aufwand setzen zu müssen. Und so gesehen, glaube also, ich, muss man es bewerten, wenn es soweit ist. Wenn ich Sie so ansprechen darf, das heißt ja,
dass Sie plötzlich ein Versprechen für 2019 abgeben können, nämlich, dass wir ein Nulldefizit kriegen werden, das eigentlich erst für 2022 geplant war. Das ist ja eine Sensation. Ich kann es noch nicht abgeben. Wir sind jetzt in der Endformulierung. Unterstützend gab es ja den Appell von Bundeskanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler HC Strache, die auch nach innen die Ministerien gefordert haben, dran zu bleiben, so schnell wie möglich auch dafür zu sorgen, dass wir in der Lage sind, unseren Schuldenberg abzubauen. Ja, wir kämpfen darum. Wir alle Ministerinnen und Minister sind aufgefordert, das zu tun. Und ich als Finanzminister habe die schöne Aufgabe, das zu koordinieren. Und wir werden am 21. März präsentieren, das Budget für 2018 und 2019. Wenn Sie das schaffen, sind Sie ein Star, weil das wollte ja schon Karl-Heinz Grasser und hat es nicht geschafft. Dazwischen waren x Finanzminister, die es alle nicht geschafft haben. Was bringt uns dieses Nulldefizit? Also warum ist das so erstrebenswert? Ich meine, ist es nicht gescheitert, das Geld zu nehmen, in Infrastruktur, in Digitalisierung, in solche Dinge zu stecken, in Schulen? Also wir haben ja die Basis gelegt, dass wir gerade dort auch investieren, die Themen, die Sie ansprechen, im Bereich Digitalisierung, Infrastruktur, Netzwerke und so weiter, auch im Bereich Sicherheit, Bildung, ja, um nachhaltig und langfristig zu investieren. Warum Nulldefizit? Ich habe einmal auch erwähnt, wurde dafür auch gerügt, nicht um jeden Preis, weil es wichtig ist, auch Entlastungs- und Investitionsmaßnahmen zu legen. Aber wir haben die Grundlage, dass wir jetzt die Chance nutzen können, um dafür zu sorgen, dass wir auch das, was wir über Jahrzehnte als Schulden uns aufgebaut haben, die wir auch tragen, in dieser Richtung auch für die nächste und übernächste Generation entlasten. Und das wird unser Weg sein. Karl-Heinz Grasser hat gesagt, ein guter Tag beginnt mit einem Nulldefizit. Ich darf heute sagen, ein guter Tag endet mit einem Nulldefizit. Danke vielmals fürs Kommen, lieber Herr Finanzminister Hartwig Jöger. War ein toller Tag für Sie. Ich sage danke dafür, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind. Wir werden sofort mit einem Insider analysieren, was an diesen Versprechen dran ist, inwieweit die 2,5 Milliarden wirklich einsparbar sind und was der Familienbonus Ihnen wirklich bringt. Wir sind gleich wieder da.